Ja, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einem kleinen neuen Stream von uns. Kira ist auch dabei im TS. Hallo. Fred müsste auch gleich da sein, der hört mal eben rein, ob der Sound passt. Das wird er uns dann hoffentlich gleich mitteilen und wir wollen heute mal ein bisschen an der Gold Challenge arbeiten. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach direkt mal rein und suchen uns einen schönen Gegner, bevor wir dann nachher auch Besuche machen natürlich. Aber als erstes wollen wir mal ein paar Gegner finden, beziehungsweise erstmal einen. Und mal gucken, was wir da so an Gold abgreifen können. So ein bisschen was habe ich ja schon gefarmt. Ich habe jetzt leider die Excel-Tabelle jetzt gerade nicht griffbereit. Sonst hätte ich mal gucken können. Hast du dir aufgeschrieben, was du alles gefarmt hast? Ja, nee, aber ich habe ja. Also, damit du gucken kannst. Der Startwert und der Endwert oder sozusagen quasi der Wert, den ich jetzt gerade habe. Mal ganz, ja, ganz kurz mit dem Hallo auf jeden Fall. Und der Sound ist auf jeden Fall 1A, nur Musik höre ich nicht, falls du welche hast. Weiß ich jetzt nicht. Ja, ich habe welche an. Da muss ich ein bisschen lauter machen. Ja, gut. Dann muss ich gleich nochmal hören. Ja, wir haben ja eine geheime Taktik bei uns überlegt. Deswegen durfte ich ja auch die Clan-Nachricht zeigen im Video. Weil es, ja. Taktik. Weil wir uns ja eine geheime Taktik überlegt hatten. Ah ja. So, hier haben wir doch schon mal die ersten 200.000, wo wir mal dran gehen können. Ja, ey. Rathaus 8, ich will auch. Rathaus 8, Loot, ich will auch. Ich war heute Tag über ein bisschen ausgesetzt. Heute Abend werde ich mir dann Bauarbeiter freijammen und dann heute Nacht farmen. Hast du keine. Achso, du hast Lager voll, ne? Ja. Aber ich wollte. Was ist jetzt? Ich glaube 4-5 Millionen nur. Weil nur? Das ist schon gar nicht mal so wenig eigentlich. So, in der Kante müsste ich auch liegen. Ja, aber meine Lager sind schon seit 4-5 Uhr heute früh oder so voll, also. Das Problem ist, ich muss immer gucken, dass ich nicht zu viele Pokale verliere. Das ist immer bei mir das Problem. Naja, Pokale ist nicht ganz so wichtig, Alter. Ich kaufe dir demnächst mal eine neue Tastatur. Ist ja nein! Ja, die Tastatur ist die größte Katastrophe hoch 1000. Du bist auch nur deine scheiß Laptop-Tastatur gewohnt. Ist doch klar, dass du da keinen gescheiten Druckpunkt hast. Aber meine Tastatur hört er doch auch nicht, oder? Eben. Das hat mit Laptop-Tastatur mach nichts zu tun. Leiser, bitte. So. Ich finde die Musik eigentlich noch okay. Ja, es hat eh. Eh immer Geschmackssache. Ja. Oh, yeah. Die Tastatur ist fast lauter als PvP Matthias. 1. Willkommen bei den. Beim Fredonaut und Magias. Du musst doch gleich einen Sound hören, oder? Ach, ja, ich hab ich gerade. Oh yeah. Komm, die Prozente hole ich mir jetzt noch. Yeah. Ja, genau, da steht ein Tesla. Die paar Prozente nehme ich jetzt. Mal wieder was vom Troll-Account. Erstmal muss ich jetzt mal, ja, ich muss mich jetzt gerade mal durch die Fragen arbeiten. Ja, Troll-Account würde ich bald mal wieder was machen. Der ist jetzt wirklich seit einer Woche, habe ich da nicht mehr reingeguckt. So, einen Stern mitgenommen, top. Aber ihr müsst auch denken, ich meine, wir sind doch erst gerade mit der Challenge beschäftigt, außerdem, ne, da muss man auch sehr viel Zeit rein investieren. Ja, vor allem ist es einfach teilweise so zum normalen Spielen ist der Troll-Account einfach total scheiße, natürlich, ne? Also, ja, weil du alles, was du. Das Problem ist, damit im Endeffekt trollst du dich mit dem Account ja mehr oder weniger selber. Weil alles, was du erfarmst, dir wieder geklaut wird. Naja, warte alles, mal, was du. Ich wäre zu leise, ich mach Pegel mal ein bisschen hoch. Ja, aber manche. Matthias soll nicht schreien. Ja, müsste mir mal. Fred ist zu leise. Müsste mich mal vielleicht im TS mal eben so 2-3 Dezibelsens lauter stellen. Machen wir. Boah, ich finde nichts an Loot, ohne Scheiß. Ich finde echt nichts. Er findet immer so 200.000. Ich nehme alles ab 70.000 nämlich mit. Wegen dem Bonus, ne? Wird zwar nicht dazu gezählt, aber na gut. Ach ja, das hatte ich noch ein paar Mal gelesen, ob der dabei. Wird der. Ist der dabei gerechnet? Bei diesem. Nein. Ah, nee, das ist nur, was man gestohlen hat, das Gold, ne? Ja. Leider. Ja, das ist halt. Gehe immer auf 50%, von daher kriege ich ja dann die 35. Kriege ich ja immer die 35.000 Bonus dabei, aber bringt ja nichts. Ja, gut, für mich selber bringt's was. Aber ich nehme auch das Elixier, nehme ich ja natürlich auch mit, weil. Wäre blöd, wenn ich das dann einfach liegen lasse, ne? Ja klar, habe ich ja gestern auch schon ein paar Mal, dass ich gesagt habe, ich nehme alles mit, was da so rumliegt. Ja, Emil fragt gerade, ob er ein Base-Review bekommt. Ja, bekommt er natürlich gleich, weil ich das ja gesagt habe, dass die Subs sowieso immer ein Base-Review bekommen. Aber Leute, keine Sorge, wer kein Sub ist, ich werde gleich mal einen raussuchen. Unter dem Besuchsvideo. Und Besuchsvideo. Wird der Matthias genau. Den mal in seiner altbekannten Freizeit. Ach scheiße, jetzt habe ich zu wenig Truppen, um den hier anzugreifen. Schade. 225.000 Gold. Ja, Olli, du auch.
225.000 Gold und ich kann es nicht mitnehmen, aber ich kann mit Smith. Und Crazy Flow. Ich hol mir mal die Pokale. Komm, ist egal. Ja, du hast gleich noch ein bisschen mehr zu tun, glaube ich, wenn du die alle noch wenn du die alle noch reviewen willst. Oh yeah. Oh Sub-Army. Yeah. Crazy Flow. Yeah. Sub-Army. Ja, wir kriegen glaube ich bald wirklich mal den dritten Smiley. Ist die Frage. Oder wie viel kriegt man dann? Kriegt man dann einen mehr oder zwei? Weiß ich doch nicht. Du hast dich damit beschäftigt. Ja, keine Ahnung, wie das genau. Hätte ja auch eine Frage an Matthias sein können. Ich weiß es nicht genau. So, ich gebe dir das mal eben durch. Wir fangen mal mit Emil an. Kannst du den als erstes besuchen? Ja. Dann ist der Clan-Kürzel ist Tech. Ja. 988. Ja. VJ. Ja. LU. Ja. 9. 9. Und er heißt Emil der Führer. Oder er ist einfach nur der Führer und hat es jetzt nur so geschrieben. Ich weiß es nicht. Such einfach mal nach Emil. Emil der Führer, ja. Besuchern. So, was haben wir denn noch? Ich werde es auf jeden Fall jetzt mal eben unter dem Ankündigungsvideo mal gucken, dass wir da auch noch ein paar Leute mal. Waren schon ein paar auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Aber das ist ja immer das Problem, dass man da auch natürlich dann immer nur einen nehmen kann. Das wäre gern, die nächste gut. Ja gut, du kannst eh. Ja, gut, je nachdem wie viele Subs das sind. Das wird vielleicht so gerade noch gehen, aber ansonsten kommst du ja eh schon an die Höchstgrenze. Ja, so jetzt. Ja, Quer-Kotelett, aber nur wegen deinem Namen. Oh, ey, mach ja. Doch nicht so eine Scheiße. Ey, der Name war gut. Ja, Mann, ihr solltet unter dem Namen den Kürzel schreiben, das macht's halt besser. Einfacher. Ja, es ist einfacher mit dem Clan-Kürzel, weil wenn die Clans irgendwie heißen Hallo 1, 2, 3, dann gibt's den 10 mal. Das ist scheiße. Ich muss jetzt mal eben gucken, dass ich, also willst du jetzt was zu dem Dorf sagen? Ja, dann mach du das. Ja, ich sehe das gerade zwar nur so klein, aber generell kann man sagen, ja, dann ist natürlich schon relativ weit. Ich muss das echt mal ein bisschen größer machen, sonst sehe ich das nicht. So, also generell kann man sagen, schon etwas weiter, was Rathaus 8 angeht. Die Mauern schon teilweise auf Level 8. Die Magier, ich kenne die Base, weil wir die letztes Mal auch schon diverse Male hatten und ich muss sagen, auf jeden Fall sehr gut. Ach, erst bei Dark im Clan, okay. Dark's Army. Was hast du denn da gerade? Ein Joghurtbecher? Matthias hat gerade eine Handvoll Schrauben genascht. War eine Bonbon-Tüte. Die Base kenne ich auf jeden Fall und deswegen kann ich das ja auch ein bisschen kürzer machen, weil ich die Rathaus 8 relativ geil finde. Weil du wirklich. Ja, der einzige Nachteil ist natürlich immer der Barbarenkönig, aber das ist halt auch immer die Scheiße, weil Rathaus 8 ja auch nur wieder eine begrenzte Anzahl an Mauern hast. Von daher, schwierig, ne? Aber ich würde die so lassen. Perfekt. Ja, ich würde die wirklich so lassen, weil die ist auch so relativ ähnlich wie meine. Und ich habe zwar bei dem Video geschrieben, meine wäre scheiße, aber eigentlich hält die immer ganz gut. Außer, okay, also wo ich so weit oben war mit den Rathaus 10ern, die haben mich natürlich dann auseinandergenommen. Aber ja, ansonsten. Als Rathaus 8er wirst du von einem Rathaus 9er, wenn der die Truppen schon relativ hoch hat, fast immer auseinandergenommen. Ja, eben. Aber ansonsten so hält meine Base aber ganz gut eigentlich. Ja, du musst aber davon ausgehen, die meisten, die dann kommen, wenn du das jetzt so hast wie er. Ich meine, die meisten werden dann eh Farming-Truppen haben. Ich meine, du kannst ja auch nicht immer davon ausgehen, dass jetzt jeder, der dich angreift. Telefon! Ja, herzlichen Glückwunsch. Jeder, der dich angreift, willst du nicht drangehen? Nachher ist es wichtig. Ja, genau. Ja, aber wegdrücken. Ja gut, das kannst du halt nicht verhindern. Da klingelt halt die Station. Ich hab das Telefon sogar extra woanders liegen, aber das ist die scheiß Station, die klingelt auch. Ja, wie gesagt, würde ich auf jeden Fall so lassen, die Base, weil ich finde, die ist relativ gut eigentlich so. Aber eben noch, jetzt musst du natürlich noch erstmal noch den Olli besuchen bei mir aus dem Clan. Und so ein Hardcore-Farmer. Ach, der ist das. Kölzel, bitte. Oh, ja, The Return. Ja, genau. Was meinst du, wie viele es da gibt? Raute. Warte, ich suche. So, The Return. Wie hast du denn das Wappen? Nein, mach einfach das Kleinkürzel. Komm, jetzt hab ich's einmal offen. Ja. QCV. Ja. 8. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ist das ein O oder eine 0? Okay, der ist ein eigenes Clan-Kürzel nicht. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, ob es ein O oder eine 0 ist. Ich denke, ja, erzähl erstmal und dann guck ich mal. Ein eigenes Clan-Kürzel auswendig? Nein. Ja, OGC. Mach. OGC. OGC. Ich weiß nicht, ob es ein 0 oder ein O ist. Ja, ist richtig. Ja. Wen?
Oliver. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Warum nicht Fredsdorf? Warum nicht Fredsdorf? Warum sind die heute alle blöd, ey? Okay, warum jetzt gibt's am Fredsdorf. Jetzt kommt der 15 Minuten Timeout. Jetzt kommt der Tier. Ich hab keinen Bock, Alter. Die sind einfach zu blöd zum Lesen schon wieder. Wieso? Was ist denn schon da los? Ja, keine Besuchsanfragen ist anscheinend zu schwer. Mama. Der Klassiker. Nein, die Leute verstehen es bei mir im Kleinen nicht. Ich streame nicht. Matthias streamt. So. Ja, wie gesagt, hast du es jetzt gefunden? Ja, ich bin da. Ich bin da. Dann gucken wir mal eben nach. Olli. So, ja, was wahrscheinlich sich viele am Anfang schon wundern werden, wieso er noch 7er Mauern, 8er Mauern und 9er Mauern schon hat, aber er hat mir das so erklärt, dass er zu einer Zeit mal das Elixierlager voll hatte und sich dann gesagt hat, scheiße, ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Und dann hat er wahrscheinlich schon die Elixier-Upgrades fertig gehabt und vielleicht ist im Labor schon alles voll gehabt. Und dann hat er schon ein paar Mauern gemacht. Neuner Mauern, genau. So, Rathaus 9 hat er. Die hat da auf Luft stehen, die X. Die Anordnung hatte ich, glaube ich, so ähnlich auch mal. Finde ich eigentlich ganz gut. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass quasi die Magiertürme zusammen mit den Lagern relativ weit auseinander sind. Das heißt, du hast, wenn du jetzt angreifst, ist es schwierig, drei oder vier Lager zu kriegen. Ein Lager, okay. Kannst du gut schaffen, aber dann wird es schon schwieriger. Vor allem natürlich, weil du dann noch durch die Helden, die du da hast, auch noch die ganz gut geschützt hast, finde ich. Ich finde, es ist eine schöne Base. Alles klar. Gehen wir wieder nach Hause. Ich glaube, jetzt können wir erstmal noch einen Angriff machen. Ich habe, glaube ich, jetzt wieder Truppen. Und der kranke Sack hat hat alles wieder geboostet, ey. Mann. Warte mal. Wie viel hast du denn bis jetzt gefarmt? Wie viel hast du bis jetzt gefarmt? Warte. Ich habe jetzt 147.300.000, so viel 1000. Wo ich angefangen habe, war ich bei 143 oder 144. Ja, wird schwer. Also gut, Olli müsste es schaffen eigentlich. Also dreimal so viel wie du. Er hat ja jetzt schon 16 Millionen. Also, oder wie viel hat er gehabt? 16 Millionen? Irgendwie sowas, ja. Ja, das hast du gemacht? Besuche? Besucher, das ist, ne? Dem Befehl? Müsste eigentlich kommen. Oder hast du den Bot nicht eingestellt? Der Bot ist eigentlich. Der Nightbot ist ja drin. Doch, da hat er das ein bisschen. Achso, aber dann gleich doppelt. Es ist sogar schon das aktuelle Video drin. Ja, Olli, schreib mal. Ja, der Stream laggt gleich. Das kann ich aber nicht ändern gerade. Das ist, Ja, nice. Das ist wohl Maggi im Spiel. Mhm. Was? Ja, mir ist gerade die Katze auf den Kopf gesprungen. Aber nichts von dir gehört. Ja. Ich werde jetzt erstmal nochmal angreifen. Lesen Sie diesen Chat? Nein, wir beantworten die Fragen zufälligerweise. So abwegig ist das gar nicht. Du bräuchst einfach nur die 10 Standardfragen, könntest du immer beantworten. Ja. Und, Ich kann den ganzen Tag bei uns bei The Return nicht rein und ich kann ungefähr 90% des Clan-Chats wiedergeben. Ist euer Clan voll, Matthias? Bitte? Ist euer Clan voll? Nein. Kann ich euch gleich mal eben besuchen? Von mir aus. Würde mal gerne ein bisschen mal. Wie habe ich den Stream-Clan noch. In welchem Clan bin ich denn überhaupt mit meinem Troll-Account? Gute Frage. Das ist eine echt. Also, jetzt haben wir bald echt genug Leute, dann können wir wirklich bald mal einen Sub-Clan machen. Also, für 15 Leute hätte ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt gemacht. Hätte es nicht gelohnt, glaube ich. Oder? Ja, im Endeffekt. Den Leuten lohnt sich nicht. Ja, deswegen. So 20 bis 30 wäre natürlich schon perfekt, vor allem weil wir ja dann auch mal sagen, wir machen dann da auch einen Clan War. Dann kann Kira ja auch mitmachen. Auch wenn man keine Helden hat, weil das ja einfach nur ein Subclan ist. Da gelten die Regeln nicht. Scheißegal. Komm, holen wir uns die restlichen Elixier auch noch. So. Yay, Subclan. Ja, ich suche gerade mal eben schnell raus, in welchem Clan ich jetzt gerade. Ich bin noch im MBF Best of. Letztes Mal waren wir ja in Marbuel Fanclub. Genau, so hieß ja der Streamclan. Unglaublich. Den gibt's ja auch noch. wie geil der Chat ist im Streamclan. In meinem letzten Clan. Alle wurden sie gekickt. Snapchen. So, jetzt muss ich mal eben gucken, in welchem. Wer das Clan-Kürzel Mente ist. Clan-Kürzel. Troll-Clan ist. Raute PG.
Matthias noch da oder? Ja. Nee, nee, ich bin da. Ich höre dir angeregt zu, aber. Der Rob, du brauchst gar nicht so einen Schwachsinn zu erzählen. Subs werden überhaupt nicht bevorzugt. Sie bekommen einfach nur dadurch, dass sie supporten, einmal die Belohnung. Und ja, gut, ansonsten. Ja, ist ja keine Bevorzugung. Ja, aber generell kriegen sie halt die üblichen Bevorzugungen in Form von den Smileys und dafür, dass und darüber, dass ich denen zum Beispiel eine E-Mail schicken kann oder eine Nachricht, wie ich das eben gemacht habe. Und halt das, das ist halt stinknormaler Twitch-Support. Also, richtig. Heißt ja nicht umsonst Supporters. Ja, normal, aber wär's ja, ich fände's ja auch unfair, wenn jemand das, dafür, dass er mich supportet, keine. Heißt das Supporter oder Subscriber? Subscriber doch eigentlich, oder? Ja, aber er supported your. Ja, vor allem, es ist doch das gleiche wie in jedem, was weiß ich, wenn du Mitglied. Scheiße von hinten, ne? Wenn du Mitglied bei FC Bayern München bist, kriegst du ja auch Vergünstigungen dafür oder irgendwas. Das stimmt. Das kriegst du Mettbrötchen auf der Jahreshauptversammlung. Erstmal kannst du überhaupt bei außerreichlichen Mitgliederversammlungen teilnehmen. Du kriegst einen Fanshop, kriegst du Rabatt und beim Ticketverkauf bist du auch bevorzugt. Eben. Das ist halt nochmal so. Ich habe zum Beispiel Mitglied beim SV Werder Bremen, habe ich zum Beispiel das Grillset, habe ich zum Beispiel reduziert bekommen. Ja, gut, wenn ich beim FC bei Fanshop bestelle, kriege ich auch Rabatt. Das und ich wurde kam bei mir jetzt nicht so oft vor. bei mir auch noch nicht so. Ich wurde auch zur außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen, aber. Deine Einladung kam an und meine nicht. Ja. Für den ganzen Scheiß, da bist du doch dafür verantwortlich. Du hättest mindestens zwei oder drei Jahre lang Mitglied sein müssen, damit du zur Mitgliederversammlung eingeladen wirst. Ich habe nicht genug Steuern hinterzogen wahrscheinlich. Und ich glaube, ich bin schon seit ich 14 bin. Wo ist meine Rolex? Mitglied. So. Vor allem, ich habe jetzt gerade eben Matthias nochmal im Stream gehört, der klang 1 zu 1 wie Uli Hoeneß. Den Scheiß, der wieder zu fahren war. Genau. Lieber Crazy Floppen. Ruhig. Lieber Crazy Flop, wenn du subscribed hast, dann siehst du das daran, dass du hier im Chat diesen Finger siehst als Symbol quasi vor deinem und Namen. Und gleich der Jägermeier da drunter, wie man auf dem Handy sucht, da rechts oben müsste so ein kleiner Button sein, da müsste so ein i draufstehen. Wenn du draufklickst, müsste rechts so ein riesiger Subscriber-Button drauf zu sehen sein und da klickst du drauf. Und dann wirst du zu deinem Webbrowser weitergeleitet. Richtig. So. Irgendwie ist gerade ein bisschen tote Hose hier. Mach mal bitte Facecam an. Geht nicht. Steht zumindest im Chat. Ich bin immer noch zu leise. Hast du mich denn höher gestellt? Ich hab dich von 8 auf 12 gemacht. Hör doch mal eben selber rein. Eigentlich. Ja, komm, machen wir es mal eben. Und Leute, Freden, also er kann zwar seine Facecam anmachen, aber es bringt reichlich wenig, weil Matthias streamt. Richtig. Also, Fred, kannst du mal deine Facecam bitte anmachen? Für nichts. Das Problem ist einfach, dass ich das ja am Laptop mache. Und. Ja, ich weiß. Dadurch, dass ich. Die eingebaute Facecam ist scheiße und die GoPro, die ich sonst immer als Facecam nehme, da habe ich es noch nicht raus, wie ich das als Live-Bild auf dem Rechner kriege. Das geht irgendwie. Du kannst da. Die hat einen Live-Ausgang, aber da brauche ich so ein Mini-HDMI-Kabel, glaube ich. Und dann geht das irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob das. Die hat zwar einen HDMI-Ausgang, aber der Laptop hat ja keinen HDMI-Eingang. Das heißt, da bräuchte ich dann erst wieder eine Elgato und müsste gucken, ob ich dann bei Open Broadcaster von der Elgato das gestreamte von der Facecam mit einbauen kann. Und da die Elgato aber 3 Sekunden Verzögerung hat, wird das nicht gehen. Ja, bringt auch nicht so viel. Spielt heute nicht Dortmund, hat anscheinend jemand nicht sehr viel Ahnung von Fußball. Nein, nächste Woche Dienstag, glaube ich. Ja, deswegen ne? ja. So. Hab ich jetzt mal lauter gemacht, hoffentlich. Donnerstags ist nie Champions League. Ist aber nicht also so erst seit dieser Saison. Noch lauter kann ich den Pegel jetzt auch nicht mehr machen. Werden alle, die auf YouTube die haben besucht, selbstverständlich werden alle, die auf YouTube kommentiert, besucht. Wir haben uns heute mindestens die nächsten 3 Wochen Urlaub genommen, um euch alle durchweg zu besuchen. Ich kann aber gleich mal raussuchen. Vor allem klingt ihr aber für mich beide gleich laut und das ist ja eigentlich dann der Systemsound, den die Leute auch hören. Das heißt, ihr müsst theoretisch auch im Stream beide gleich laut sein. Du kannst gleich mal einen unter den Stream geschrieben hat, kannst du gleich mal besuchen. 126.000, sollen wir den mal mitnehmen? Okay, die Frage wurde noch nicht beantwortet, aber die wurde jetzt häufiger gestellt und ich habe keinen Bock, sie mehr zu lesen. Wann machst du denn den Clan wieder auf, damit die jetzt auch abgehakt haben? Da ich ja nächste Woche sowieso wieder übernehmen werde, generell Kletsch, dann denke ich mal, werden wir das nächste Woche mal machen. Ja, da habt ihr eure Antwort, jetzt nicht mehr fragen. Wird Sonntag streamen, so um 13 Uhr. Warum? Wie kommst du auf 13 Uhr? Ja, ich hätte schon Bock, am Wochenende mal wieder zu streamen. Ich weiß noch nicht genau wann, aber wie gesagt, wenn ich streame, wird es meistens angekündigt vorher.
Ja? Sonntag, also wenn du am Wochenende was machst, könnt ihr auch rumkommen, dann können wir nochmal zusammen. Ja. Komm mal, wie Sonntag oder so? Ich komme auch eben rum. Ja, Sonntag auch, oder wann? Bitte? Sonntag? Ja, meinetwegen. So, mal gucken, ja. Können wir das Sonntag machen? Alter, wie lange diese Kackbarbaren brauchen, um durch die Mauern zu kommen? Lol, er spielt Clash of Clans mit der Maus. Gecheatet. Spielst du es mit der Nase oder was? Ich spiele das mit der Maus. Ich spiele das immer mehr. Ich spiele das immer mit Finger. Und mit dem langen Hosenfinger. Das ist ja voll Mainstream. Ja. So. Naja, das war jetzt nix, aber egal. Ja, live Clan War übrigens hat gerade jemand gefragt, also morgen starten wir einen neuen Clankrieg und dann werde ich natürlich auch. Ja, aber gut, morgen ist Freitag, also werde ich wahrscheinlich nicht live aufnehmen können, wie der Clankrieg startet, aber ich denke mal, wir werden dann ein paar Live-Angriffe trotzdem zeigen. Hast du etwa freitagsabends nichts anderes zu tun? Nein, dann muss ich mal den Clash spielen. Ja gut, vielleicht nachts, aber wenn ich betrunken nach Hause komme oder so, aber. Wo bist du denn morgen? Da muss ich ja schon, hat deine Freundin dir das nicht gesagt? Ach, macht ihr beiden wieder. Machst du wieder Fan-Treffen oder was? Können wir ja dann auf Twitter sehen. Ja, genau, besuch mal jemanden, schreibt dir jemand. Achso, ja, warte, komm, ein Angriff noch. Ja. Besuch doch mal wen. Ein Angriff machen wir noch. Freitag könntest du auch streamen. Warum schreibst du nicht einfach morgen? Heute ist Donnerstag, oder nicht? Richtig. Ja. Fred, Bremen ist die beste Rückkehr. Aber Bayern Freak, Alter, ich sag's häufig genug, spammt doch nicht alles immer 10.000 Mal. Das hat er jetzt schon 15 Mal geschrieben. Ja, aber er hat ja recht. Ja, hat er ja recht. Was denn? Wir haben es doch schon 15 Mal gelesen. Ja. Ja, vielleicht ist es ja, Samstag könnte schon wieder anders aussehen. Das wird auch anders aussehen, Samstag. Ja, vor allem, das ist so eine Statistik, die ist so sinnvoll, ne? Ja, für Bremen ist sie wichtig, für Bayern ist sie jetzt vielleicht nicht so wichtig. Ja, nee, ja, wow. Ist ja genau das, würdest du sagen, wir führen am ersten Spieltag die Tabelle an, wir werden Meister. Yeah. Ja, gut, es sind jetzt aber schon ein paar Spiele gewesen und das Bremen ist ja, das heißt es zumindest dadurch, dass sie dann schon mal, bei Bremen geht es ja generell nur um den Abstieg nicht zu verhindern. Ja, im Endeffekt bringt es dir nur was in der Hinsicht, Punkte gesammelt schon mal ganz gut. Und yeah, Vorsprung auf andere gewonnen. Vier Spiele, vier Siege, geht doch. Es bringt ja auch was, um ungefähr so einen Faden, also eine Laufrichtung zu sehen. Ja. Also die Tendenz geht ja anscheinend Bremen wieder nach oben. Also Bremen das soll ist ja einfach schon mal so schnell ganz gut wie möglich die 34 Punkte sammeln, die reichen werden, um nicht abzusteigen. Und dann ist klar. Ja, diese Saison glaube ich wirklich, ja. Dass mehr verlange ich nicht. Dann wegen mir können sie danach machen, was sie wollen, solange sie einfach diese verkackten 34 Punkte. Für mehr wird Europapokal wird sowieso nicht reichen, davon abgesehen. Kieran, was mir gerade einfällt, okay. Kann natürlich auch sein, dass der Typ, der eben gefragt hat, ob Dortmund heute spielt, dass er meinte, dass die ja morgen spielen, gegen Stuttgart. Nee, er meinte es schon, er hat es halt noch nicht gewusst, aber jetzt weiß er es halt. Mr. Mobile Fanboy streamt und ich erfahre nichts, ja, dann hättest du in deine Abo-Box gucken müssen. Ne? Also wie immer bei Fred kündigt er das immer mit einem Video vor an und bei Matthias. So ist es. Ich glaube, ich muss noch eine dritte Kaserne boosten, aber ich habe eigentlich keine Lust. Oder komm, wir machen uns mal ein paar Minions dabei. Ist ja egal. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr nicht nehmt oder Kaffee trinken? Ja, dann spielen wir es einfach so. Dann spielen wir Clash of Clans so. Matthias, mach dich bitte leiser, du schreist. Ja, das ist aber das Licht. Da kann er sich noch so leise machen. Hast du mal einen Klangkürzel für mich? Seinen eigenen. Das dauert aber auch wieder. Er geht nur zu einem hin, seinem eigenen. Raute. Ja. P2. Ja. J8. Ja. YU. 99. Ja. Name? Ja, das war's. Ja, Name? GH Leben GS. Rathaus 8, aber noch frisch, so wie es aussieht. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Base, glaube ich. Mal ein bisschen näher ran. Könnt ihr euch mal zu ausscheißen jetzt? Nö, ich nicht. Du kannst auch mal was. Du kannst auch mal machen. Echt, ey. Ich bin jetzt selber. Ich werde mir zurückhalten. Ich werde jetzt selber noch eine Runde clashen.
Ja, gute Frage. Also schon ist es still. Wann kauft Matthias den fünften Bauarbeiter? Das hast er nämlich, das hast er nämlich. Ich brauch den gar nicht. Was sagen muss. Ja, das hat nichts mit Sagen zu tun, aber mit Sachen, mit Base Review, weil ich da. Weil ich mir immer denke, das müssen die Leute doch selber merken. Wenn die Base scheiße ist und sie ständig auseinandergenommen werden, dann werden sie das schon selbst merken. Und wenn sie nicht angegriffen werden, ist es in Ordnung. Das hier sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus, sagen wir mal. Ich habe hier eine sehr wichtige Frage. Fred, hast du schon mal aus deiner Kaffeetasse Tee getrunken? Nein. Ist ja die Kaffeetasse. Und Frevel. Du hast noch nie Tee rausgetrunken? Nein, ich trinke ja keinen Tee. Die Frage wäre viel. Die Mobile Fanboy-Tasse ist doch viel zu schade, um daraus Tee zu trinken, also. Ja, man weiß doch Tee ganz gut. Die Mobile Fan-Tee-Tasse jetzt nicht in. Jetzt! Ja, jedenfalls haben wir jetzt hier diese Base. Irgendwie sieht die auf jeden Fall so ein bisschen komisch aus, meiner Meinung nach. Da die Armee. Ja, gut, das ist halt an den Seiten offen bei den Armeelagern. Da werden wahrscheinlich irgendwelche Fallen drin sein. Und dann. Kein Plan. Ja, ich kann es halt nicht einschätzen. Ich kann ja jetzt da keinen Angriff simulieren oder so. Dann könnte man sich da vielleicht mehr zu sagen. Ansonsten Klagenburg in der Mitte. Was? Zur Anordnung der Sachen? Ja, Klagenburg in der Mitte macht ja schon mal Sinn. Der König in der Mitte auch okay. Rathaus draußen. Der hat wahrscheinlich auch neben seinem Rathaus hier Fallen stehen, wahrscheinlich, falls da jemand hergeht. Ob das dann so sinnvoll ist, ist ja die nächste Frage, aber gut. Ansonsten wird es wohl passen. Hast du schon mal aus einer Teetasse Kaffee getrunken? Ja, das. Alter. Eine Teetasse. Was? Ja, klar, diese. Ja, es gibt genauso eine Teetasse, wie es eine Kaffeetasse ja, gibt. Ja, das ist noch ein Satz, ist doch diese schönen britischen. Ja, ach. Aber es gibt wirklich Teetassen, also. Ja, okay. Ja, ja. Wo soll man denn dann sonst den Teetassenhund reintun, den chinesischen? Ja, genau. Würde mich also noch was in eigener Sache übrigens, wo wir jetzt ja alle hier gerade so schön zusammen sind. Der feine Herr Matthias bald in der Lage sein wird, auch iOS-Spiele aufzunehmen, beziehungsweise Spiele aufzunehmen, wofür man nicht nur eine Maus braucht, um das zu spielen, also mehr jetzt mal über mehr als, ich sag mal, Aufbauspiele. Ja. Haben uns überlegt, vielleicht mit Matthias mal so ein paar Spiele einfach mal durchtesten. Ich habe ja mal im App Store geguckt, also ich habe bei beiden geguckt, im iOS Store und im Google Play Store. Ich habe so richtig, richtig geile Spiele gefunden. Und wer noch einen Wunsch hat, was wir mal anspielen sollen, wirklich, wir können alles dann spielen. Nicht nur, wo man mit der Maus spielen kann, wie bei BlueStacks, alles. Jedes Spiel. Also, wenn ihr was habt, so was, ist was es. Ihr mal sehen wollt. Oh, guck mal hier. Wir können alle! Also, das Marvel-Spiel fand ich richtig geil. Ja, das muss ich mir mal. Kommt wieder Blue! Ja, Bloons wollte ich eigentlich mit Dark Hunter aufnehmen und Dark Hunter hat immer gesagt, wann nehmen wir Bloons auf? Wann nehmen wir Bloons auf? Und dann sage ich so, ja, lass uns Bloons aufnehmen. Und dann schreibt er, doch keine Zeit. Ich so, toll. So, haben wir doch nochmal 180.000 Gold. Ja, willst du mal besuchen? Nico, du willst ja nur, damit ich, dass ich Leute so besuche, damit ich hier nicht. Eigentlich nicht rausgibt. Also, ist was? Nicht von Twitch vorgesehen. Er hat gefragt, wie viele Subscriber ihr aktuell habt. Das ist mit Absicht so, dass man das, kann man nicht, das als nicht User rausfinden kann. Okay. Na gut, wir haben zwei Smileys zur Verfügung. Also wirst du wohl dir ungefähr ausrechnen können, wie viele es sind. Ja. Ja. Kommt, nehmen wir nochmal Prozente mit. Ja, also wie das bei Gronkh war, das war echt übelst, ey. Die ganze Zeit lief dieser Button da durch, ey, ohne Scheiß. Vor allem, der macht noch nicht mal Werbung, ne? Der macht immer nur Pause-Dinges. Ja, gut, der hat doch eh seinen Special-Vertrag mit Twitch und dann läuft das schon. Naja. Ja. Also er hat was eingeblendet oder was? Jetzt finde ich so bescheuert, dass man sowas einblendet. Was eingeblendet? Ja, ab einer bestimmten Größe blendet man sowas nicht mehr ein. Dass das jedes Mal aufploppt, das nervt nur noch. Ja, vor allem, ja. Es halt, läuft halt durch, ne? Bei ihm, das ist halt eher. Achso, ja, wenn es da oben durchläuft, das ist wieder was anderes. Nein, das ist auch drauf. Nee, das ist so, das, er nimmt ja auch Twitch-Alerts, ne? Das ist so wie bei uns auch normalerweise. Ja, ding, ding, ding. Jetzt gerade nicht, aber normalerweise schon. Ja, gut. Ja. Was man ihm halt zugute halten muss, ist, dass er die Spenden weiterleitet, ne? Wenn die Leute was spenden und so. Dass das immer so einen guten Zweck irgendwie zugute kommt. Nee. Das doch. Kommt meistens einen guten Zweck zugute, nämlich ihm selber. Das hab ich auch schon mal gesagt. Ja, weil er sich einen neuen Kompressor gekauft hat für den Ton, aber ansonsten, da habe ich das irgendwo gelesen, dass das, oder nee, meine, ich hätte gesagt, dass er das spendet. Das ist ein Ammenmärchen. Glaube ich aber. Ich meine, das ist ja auch sein Job, ist ja wohl selbstverständlich, dass ja, er... Ja klar, ich finde das auch legitim, ja. Klar. Irgendwer hat mal gefragt, was mit den Spenden passiert, da hat er auch gesagt, wenn ihr wollt, dass... Er hat gesagt, wenn ihr das wirklich einen guten Zweck spenden wollt, dann spendet es wirklich lieber an einen guten Zweck als mir. Ja. Habt ihr das mitgekriegt in Amerika?
hat ein Typ gestreamt und hatte irgendwie 60.000 Zuschauer und dann haben die da dieses Swatted oder was mit dem gemacht, wo dann halt die Adresse irgendwie rausgefunden wird, wow. Und dann wird Marvel kommt nach 4 Monaten zum ersten Mal auf Swatting. Was? Nein, ich hab das jetzt. Alter, du bist der schlechte. Ich hab das schon mitbekommen, aber dass es das gibt, aber ich hab das jetzt gesehen, dass sie das halt bei dem Streamer da irgendwie gemacht haben. Das habe ich letzte Woche irgendwo gelesen. Und das dann halt. Swatting gibt's nur bei Streamern. Nein, das gibt's auch bei. Ja, das gibt's auch bei Promis. Dass sie ja, bei. Dass sie anrufen, kein. Bei Miley Cyrus zu Hause hat einer in die Ecke geschossen und keine Ahnung. Und dann ist geht's da, dass sie die Leute dahin schicken. Aber. Der Typ, das war halt irgendwie so 60.000 Zuschauer hatte er gerade da. Und dann haben die halt, ich weiß auch nicht, das klang irgendwie komisch, weil er sagt, dann hat mein Bruder die Tür aufgemacht und er hatte 10 Gewehrläufe von dem SWAT-Team im Gesicht. Ja, klar. Aber ja, da gibt es aber genug Videos von. Ja, aber als ob, wenn jetzt so ein SWAT-Team so ein Haus umstellt oder stürmt, meinst du, die klingeln? Wenn da eine Geiselarm ist, die gehen doch nicht ganz normal an die Tür und klingeln. Die stürmen doch die Bude. Natürlich. Deswegen kam mir das so komisch vor. Selbstverständlich. Die klopfen vor an die Tür, natürlich. Hm. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber auch ein Polizist muss, wenn er stürmt, die zumindest in seinem Gegenüber haben, die Chance, sich zu ergeben. Ja, dann aber wenn... wird zwar meistens erst geschossen, dann gefragt und dann ups gesagt, aber trotzdem. Ja, wenn das aber ein SWAT-Team, das sind doch... Auch naja. SWAT-Teams machen das. Kommen Sie aus dem Haus raus, als einer normal gezockt hat, hat doch irgendwie ein anderer immer so einen Scheiß da, so das SWAT-Team dahin bestellt. Ja. Der hatte keine 60.000 Zuschauer, der war nur ganz normal am Zocken. Ja, deswegen muss man halt auch mal immer seinen Daten aufpassen. Ja, Crazy, du bist doch Sub, ist doch okay. Crazy Flo, du bist doch Okay, das hier geht jetzt in die Hose. Du bist ein Sub, siehst es doch. Crazy Flo müssen wir dann auch noch einen Besuch abstatten. Ja. Alter, wie empfindlich die Pissdinger sind, ey. Das ist unglaublich. Wie viele Personen sind im Stream? Weil ich nur Matthias höre, wie er sich immer selbst widerspricht. 3 Personen im Stream. Naja. Dass die Leute alle die Stimmen nicht... Oder vielleicht ist es auch nur noch... Dass die Leute alle die Stimmen nicht unterscheiden können. Genau, ich rede gleichzeitig mit mir selber, unterbreche mich selber. Ja. Dass die Leute... Crazy Flo hat es auf jeden Fall geschafft. Er hat am Handy gesagt. Ja, dann sag uns gleich mal deinen Kleinkürzel und deinen Namen, dann wird dich Matthias nochmal besuchen. Und ich suche schon mal jemanden raus aus dem Ankündigungsvideo. Dass die Leute alle die Stimmen nicht unterscheiden können, ich check das nicht, ganz ehrlich. Emma Klo. Emta Klo hat 3 Euro gespendet. Herzlichen Dank. Katsching! Na eben gucken. Guck ich mal, ja. Den musst du dann auch noch besuchen. Matthias hat jetzt heute einiges zu tun. Besuche ich. Klar, ein Rudel 48. Das mache ich als erstes jetzt, warte. Ach, siehst du das selber? Ja, da stand er gerade. Rudel 48. Ich gucke mal. Ich hoffe, dass das nicht jetzt... Oder dass das funktioniert. Rudel. Ja, was hat der Tweet von COC bedeutet? Ich bin schon am Antworten. Ja, wir können es ja mal sagen. Also Nein, erst mal ein Witz. Ja, dass morgen ein Sneak Peek kommt... Stimmt nicht. Was? Ich habe auch extra dazu Werbung, ein kleines Video heute rüber gepostet. Ich habe auch extra nochmal einen Forumbeitrag aus dem offiziellen COC-Forum in meinem Video eingeblendet, wo nochmal ein Beitrag von einem Superstar-Mitarbeiter ist, also einem Staff-Mitglied. Und morgen um 15 Uhr deutsche Zeit kommt ein Sneak Peek. Wo können wir denn Kira hier muten? Ich hab's sogar in deinem Stream gesagt und nicht mal auf mein Video verweise. Ich hab's extra hier gesagt. Verweist. What a wonderful Matthias. Ja, hier, Kollege Emtaklo oder so, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Rathaus. Was, ja, genau. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall Rathaus Level 9. Sieht auch ganz vernünftig aus, die Base, würde ich fast mal behaupten. Ihr könnt mir natürlich gerne widersprechen, wie er das immer so gerne tut. Aber ich würde generell sagen, sieht das ganz gut aus. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich meine, das schon mal irgendwo so gesehen zu haben. Hier außen mit diesen Leerräumen. Hier. Da, wo die Fallen quasi sind. Siehst du? Das ist meine alte Base. Ja, siehst du? Deswegen, irgendwie kam mir das schon bekannt vor. Hier mit diesen, da, mit den Freiräumen quasi, wo die Fallen dann sind. Ja, wenn du die hattest, dann wird die ja okay gewesen sein, nehme ich an. Ja, du musst trotzdem was zu sagen. Ja, wie gesagt, Klamauk in der Mitte passt. X-Bögen. Level 1. Türme stehen.
Lager stehen. Was machen wir nur mit diesen? Hellenbogenkönigin auf 2 und König auf 10. Hier ein Schweinereiter. Ja, das sieht ja so geil aus. Teilweise, wenn, ne, hab ich dir das Foto geschickt, wo der Magier die Hexe. Nili hat. Du meinst ja, der Magier hat die Walküre. Wo er die Walküre oder die Hexe begattet hat. Ich hab's gewusst, als ich das gesehen hab. Da freut sich bestimmt Matthias drüber. Natürlich. Nili991 hat 2 Euro gespendet. Danke für eure Streams und Videos. Leider Links dazu geschrieben, von wegen Besuchen und so weiter und so fort. Erstmal jetzt Crazy Flo. Ja, dann, Crazy Don't Flo. Hä, wieso wurde die Nachricht von Crazy Flo gelöscht? Was? Irgendwer hatte gerade die Nachricht von Crazy Flo gelöscht. Natürlich ist man eben wieder. Ich nicht. Ich war noch ein bisschen weiter oben. Also. Raute. JLY. Ja. 889U. Und er heißt irgendwie Polarhase oder so ein Scheiß. Oh. Mega Maya, just subscribe. Yeah, gemoistert. Oh, das ist ja Mega Maya. Um noch mal was dazu zu sagen. Ach, ups. Besuchen muss ich ja. Warte kurz. Ein Sneak Peek ist sozusagen ein Blick durchs Schlüsselloch. Also sozusagen ein kleiner. Wie sagt man es? Teaser ist ja auch ein englisches Wort. Ja, damit ihr schon mal ein bisschen erfahrt, aber nicht zu viel. Genau. Eine kleine Information. Doch, Jägermeier, herzlich willkommen. So. Ach, Jägermeier, ich habe Jägermeister verstanden. Rathaus, ja, Level 8. Was wir in der Freizeit machen, also ich, ja, wir wissen es, dass wir noch mit jemand anderem zusammen streamen, aber es ist ja nun mal so, dass, wir wussten es nun mal nicht. Deswegen, von daher, ja, wir können das jetzt doch vor allem, es gibt nur 24 Stunden am Tag und 10.000 Leute, die täglich streamen. Ist doch klar, dass sich das irgendwie überschneidet. Vor allem, Beans streamt 24-7, also viel Spaß, da man nicht gleichzeitig mit denen zu streamen. Ja. Also ist doch. Ja, die haben ja oftmals so alte Sachen, die da reinhauen. Ja, aber es läuft doch auch auf Pro7, läuft auch gleichzeitig Programm zu RTL oder zu Sat1 oder zu ARD oder sonst irgendwas. Du rufst doch auch nicht bei Pro7 an und sagst, ey, RTL sendet gerade, ihr dürft jetzt nicht. Ja. Ja. Nochmal so, in der Woche ist von 10 bis 0 Uhr alles live oder neu? Kira ist immer böse, wenn ich sage, ich mag so. Hey, du darfst nicht mögen, ich wollte nur die Falschaussage widerlegen. Also in der Woche ist im Gegensatz zu Pro7 etc. zumindest so von 10 oder bis von 11 bis 0 Uhr immer was live oder neu. Das ist ja zumindest mal besser, wenn ich mir zum 10.000. Mal die gleiche Folge Big Bang Theory angucke. Ja. Hast du jetzt eigentlich schon was zu der Base gesagt? Ich wollte, aber ihr habt ja irgendeine andere Scheiße gelabert. Noch gar nicht gehört hier. Ja. Die kommt mir auch bekannt vor irgendwie, ich weiß auch nicht. Vielleicht hatte ich die mal selber, das kann sogar sein. Aber scheint, sieht mir auch ganz, ganz funktionstüchtig aus, auf jeden Fall. Wenn man das so sich anguckt. Die Magiertürme relativ weit auseinander. Soll wohl in Ordnung sein. Na gut. Ist ja eh immer alles im Endeffekt das gleiche, wenn der ganze Kram in der Mitte rumsteht und außenrum die Minen und Sammler und so. Soll wohl passen. Das wir gerade war Crazy Flow. Ich mach nochmal im Angriff. Dann könntest du ja gleich noch eben hier Dingskirchen besuchen, hier Dings, Jägermeier. Wenn da was steht, ja, eben hole ich mir mal eben die 200.000 Gold hier, wenn das okay ist. Ich geh mal eben zu. Ja, Jägermeier hat geklappt. Hau drauf und weg, ja, hab ich doch gerade eben gesagt, oder nicht? Ja, es kommt ein Sneak. Und wenn du dann immer noch nicht sicher bist, dann guck dir mal ein Video an. Da beweise ich sogar mit Bildmaterial. So, ja, ich gehe mal eben ganz kurz zu Matthias in seinen Clan rein. Matthias okay, in seinen Clan? Ich weiß. Entschuldigung, Berserkers, Entschuldigung. Kannst du mal gucken. Aha, bin ich ja schon lustig. Ja, warte, ich mach eben den Angriff ja, fertig. Bist du noch da, vielleicht. Ah, Bombfort, willkommen. Eben noch 50% mitnehmen. Ich habe keine Lust, hier Pokale zu verlieren. Jetzt plötzlich geht er auf Pokale, oder was? Nein, ich will nur, wenn ich eh schon was hab, dann kann ich hier mal eben mitnehmen. Ich habe natürlich auch 217.000 Gold mitgenommen. Aber ich dachte mir... Dass man als Rathaus 8 immer so geilen Loot findet, ist voll unfair.
Ja, dafür, ja, trotzdem, das machen wir wieder weg. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Elixier machen soll. Ausgeben? Ja. Besucht er nur Premium? Erstmal heißt das Subscribe, Gesundheit. Und zweitens, nein, wir besuchen nicht nur Subscriber, aber das, dass man die Subscriber besucht, ist ein kleines Dankeschön dafür, dass sie die beiden supporten. Wer hat den was? Wer hat subscribed? Nee, das war einfach nur eine allgemeine Frage. Ach so. Der letzte ist immer noch Jägermeier. Na, warte mal, ich muss mir mal kurz durch die Nase putzen. Ja, genau, okay, also. War keine Eigenwerbung, sagt ein Freak. Es ist ja keine Eigenwerbung. Es ist halt. Ja, Alter, er mutet sich nicht mal dafür. Im Stream habe ich mich natürlich gemutet bei Broadcaster. Das hört jetzt nur ach ihr so, extra ja, Premium, ja. Extra Sound für euch, weil ihr mich subscribed habt. Berserker, wenn du gerade da bist, mach mal bitte erklärt. Den Clan auf. Damit ich da rein kann. Also, ich habe nicht mal vor 5 Minuten erklärt, was ein Stream ist. Warte, ich mache. Was ein Sneak Peek warte, ist. Ich mache auch. Ich würde es mal so formulieren: ein Sneak Peek dient dazu, um die Leute neugierig zu machen. Wie viele Pokale hast du denn? 2100 oder so, oder 2000. Mach auf 2000. Was ist die Kaffeekasse? Ja, eine Kaffeekasse ist eine Kasse, womit man sich Kaffee kaufen kann. Richtig. Ja, ist, du ich kannst. Weiß, ja, weil ich mal was mit Areto mache. Mit Areto wollte ich jetzt bald mal noch ein neues Spiel machen, was ich uns beiden organisiert habe. Deswegen. Hallo. Wir wollten ein eigenes Spiel programmieren, da bin ich auch mal gespannt. Du kannst jetzt reinkommen, ne? Ja. Schön spionieren. Ah, oh, jetzt drehen sie ja. Durch. Ja gut, als ob ich nicht die, als ob ich die Quest nicht auch so sehen könnte. Eben. Ne? Auf dem Profil, aber. Das ist aber sehr umständlich. Ja, so sehe ich sie auch. Keine nicht. Besuchsanfragen im Chat. Ja, aber du musst. Ja gut, aber wenn du nicht einmal auszusehen auf X drückst, anstatt auf zurückgehen, dann musst du nicht nochmal den Clan kurz angeben. Das spart mega viel Zeit. Wieso steht dein Rathaus draußen, damit er ein Schild kriegt, ohne dass immer sein Lager leer geräumt wird? Richtig. Es ist halt eine Farmbase. Ich habe aber damit auch die Pokaljagd gemacht, weil das auch sinnvoller ist, weil wenn ich oben werde ich dann weniger zerstört. Also meiner Meinung nach zumindest. Das irgendwie bringt mir das doch mehr, wenn ich 10 Pokale verliere, als wenn ich 30 verliere. Ja, wie Kira alles erklären muss, ja, eigentlich sogar anscheinend hier dreifach, vierfach, aber naja, irgendwann haben sie dann alles verstanden. Und in welchem Clan ich bin, also das sollte man eigentlich so langsam mal wissen, wenn man Fred guckt oder mich guckt, was dann eigentlich die einzigen beiden Gründe sind, warum ihr hier seid. Ich tippe mal, ihr werdet wahrscheinlich nicht einfach random auf dieses Video geklickt haben, dann müsst ihr doch wissen, dass ich in The Return drin bin. Du meinst also, sie haben es nicht wegen Marvel geguckt? Ja, dann wissen sie es ja durch nicht. Durch den Kanal, in ja. In seinen COC-Videos sieht man mich ja nicht in The Return. Stimmt. Haha, outsmarted. Was? Was? Hm? Hä? Was? Alec, ja, nice, dann weiß es ja. Und morgen kommt dann das erste Bild. Also ich hoffe, dass es wie immer... Nilly hat schon wieder... Machen Sie diesmal nur einen Text. Ja, was? Nilly sagt, sie hat 2 Euro gespendet, Stopp vertippt, nimm bitte nochmal 2 Euro, aber gib mir die 50 zurück. Scheinbar gab es da einen Fehler beim Eintippen der Spende. Das werden wir nachher mal recherchieren und dann natürlich... Ja, genau. Also... korrigieren. Wenn das da hat, wirklich ein... Das hat bei mir ja auch funktioniert und das bei ihr auch eben. Funktioniert. Wenn da ein Fehler aufgetreten ist, werden wir das natürlich wieder rückgängig machen, das ist klar. Keine Sorge, deshalb machen wir aber nachher dann. Wird sich... Kann man den Link vom Besuchsvideo mal in den Chat schreiben? Ja, jetzt mal, wenn wir, also die Mods, das können nur die Mods, Ausrufezeichen besuchen reinschreibe, dann schreibt Nightbot automatisch den Link in den Chat rein. Wer ist Nightbot? Ein Bot. Ja, wurde er schon wieder vor dem Stream, hat ihn schon wieder irgendwie angepöbelt. Hör auf mit dem Kaffee zu spammen! Dann dürfen die. Ich hab extra gerade noch erklärt, dass es nur dass es ein Mobil ist. Ach, warte mal. Darf man aus deiner Kaffeetasse Tee trinken? Nein, das ist eine spezielle Mr. Mobile Fan Kaffeetasse, die sobald ihr eine andere Flüssigkeit da reinfüllt, kaputt geht. So ist es.
Ich spring quasi aus. Wenn du mit YouTube anfängst. Ich habe das Gefühl, so langsam verarschen die mich. Ja. Natürlich verarschen die einen. So, also so, manchmal so blöde Fragen kann manchmal nicht sein. Oder ich muss demnächst leider die Menschheit anzweifeln. Geben wir erstmal was von dem erfarmten Gold wieder aus, würde ich sagen hier. Und bauen mal ein, zwei Mauern. Spammt nicht, wir machen das doch mit Absicht. Ich habe Marble übrigens schon mal angegriffen mit X-Mod, aber ich habe X-Mod nicht mehr drauf, deswegen kann ich das jetzt aktuell nicht mehr machen. Ich habe den Begriff da nicht erklärt. Ja gut, das kann natürlich sein, dass ich vorausgesetzt habe, dass jeder weiß, nein, was es ist. Jetzt habe ich hier 300.000, mir das leid. 300.000 Loot und keine gescheiten Truppen bei. Ach, leck mich am Arsch. Rotwein Pirat YouTube Channel? Fragezeichen. Kommt der nächste. Jetzt ist Pirat dran. Ja, ja. Wolltest du das mal nachgucken mit diesen 50 Euro? Ja. Was kostet eine Mr. Mobile Fanboy Tasse? Ist doch mal eine gute Frage. Also hier steht 2x2 Euro. Ja, okay. Ja, ich hab mich auch gewundert, weil ich auch nichts gesehen habe, was in der Richtung dann gewesen wäre, aber keine Ahnung, vielleicht müssen wir nochmal schauen. Also ich sehe jetzt hier gerade nichts. Gut. Das letzte war um. Ja, Nelly 991 oder so müsste das gewesen sein. Ja, sehe ich ja hier. Hier steht ja Stopp vertippt, bitte nochmal 2 Euro, aber gib mir die. Beim ersten Mal waren es nämlich. Es waren 2x2 Euro laut meiner Übersicht. Ich hätte sie auch noch verguckt. Aber trotzdem, gerade kannst du ja vielleicht mal die Frage beantworten. Ja, die muss ich mal eben nachgucken. Achso, er guckt kurz nach. Er hat seine Preise nicht auswendig im Kopf. Ich glaube 14, oder? Ja, die Tasse, es ist halt wie bei allen Produkten, sind 16,40 kostet die, aber halten die Dinger halt auch ewig. Das ist wie mit den T-Shirts. Die sind auch ein bisschen teurer vielleicht als normal, aber ich habe meins bis jetzt bestimmt schon 80.000 Mal gewaschen und es ist noch nichts passiert. Weil ich nicht will, dass diese komische Billig-Scheiße, die du da drauf bügelst, das ist halt scheiße. Deswegen habe ich da was Richtiges genommen. Wobei wir ja gerade in Gesprächen sind mit einem neuen Anbieter, womit wir die Produkte ein bisschen günstiger anbieten können. Das ist richtig. Wenn ich denn morgen machen, das wird sich noch zeigen, was dabei rauskommt. Deswegen. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, es gibt ja zum Glück einige gute Anbieter, wo man das machen kann, die auch halt eine gute Qualität haben. Ja. Das Video ist halt die Grafik, ne? Das, wenn die schon gescheit, von der gescheiten Qualität ist, das macht auch schon viel aus. Ja, ja, ja gut, was bringt das beste Bild, wenn es auf dem T-Shirt scheiße aussieht? Ja, das ist klar. Ja, vor allem, was bringt dir so ein Ding, wenn du irgendwie so ein 3-Euro T-Shirt hast und 2 Euro Druck, das machst du einmal in die Waschmaschine und dann ja, genau. Hast du nur noch Mr. Fan irgendwas da stehen. Und die Hälfte vom Druck ist also weg. Also solange es nicht sowas ist wie so ein Angebot, wie zum Beispiel bei QRT oder so, für 9 Euro, das ist ja ein spezielles Angebot. Das hängt ja auch nur was mit Marketing zusammen. Da ist der Druck zum Beispiel auch mega gut. Aber ansonsten, wenn ihr so eine Seite findet und die bieten euch so einen Druck plus T-Shirt für 6, 7 Euro an, dann kann die Qualität nicht irgendwie gut sein. So ist es. Ah, jetzt habe ich zu wenig Truppen, das ist scheiße. Ja, schreibt mir der Typ bei YouTube als private Nachricht, dem ich die, also einer derjenigen, die Tasse gekriegt haben bei dem Gewinnspiel, er hätte sie zwar jetzt in das Logo hätte die Spülmaschine einwandfrei überlebt, hat nur die Unterschrift nicht. Gut, das ist ja abzusehen. Ja, klar. Wenn man unterschreibt, er schreibt aber auch noch so dazu, Unterschriften sollten wohl doch besser auf Blätter als auf Tassen gemacht werden. Aber nun gut, du wolltest es so haben. Ja gut, man hätte natürlich auch dann die Tasse sich einfach in den Schrank stellen können, als Deko. Ja gut, ich habe halt unten drauf unterschrieben, ne? Ach so. Aber gut, ist ja egal. Wenn es eine Spülmaschine steckt, dann ist das egal, auf welcher Seite das ist. Ja. Fehlt aber übrigens noch einer, von den Tassen. Irgendwie, also derjenige von den drei Gewinnern, der so einen ganz langen Namen hatte, so ganz viele Vornamen aneinandergereiht. Also wenn du das gerade... Karl Maria, Theodor von und zu. Ja, ja, sowas. Das war so Dennis, Franz, haben die Michael, Tassen irgend sowas. Also wenn du das guckst, dann melde dich doch mal bitte. Jetzt werden sich schon ein paar melden. Ich habe den Namen ja noch hier. Ja, ja, trotzdem. Nur, kennst wenn doch ich ihn anschreibe Leute. Und dann... meldet er sich nicht. Dann ist das blöd. Ja, trotzdem. Haben die Tassen eine raue Oberfläche? Also ich habe ja noch nicht nachgedacht. Nee, das ist eine Keramiktasse. Ja, und Keramik ist ja immer weich wie ein Babyfoto. Sollen wir nochmal irgendwen besuchen? Ich muss gerade auf die Truppen warten.
Ja, denn du könntest hier den Jägermeier noch. Ja. Der hat ja eben subscribed, hat aber noch nichts geschrieben. Also Jägermeier, wenn du das siehst, dann kann es, musst du mal deine Sachen schreiben und dann können wir da was machen. So, nochmal 250.000 Gold in meine Tasche. Wunderbar. Bei mir ist auch schon wieder ein bisschen was dazugekommen. Ich hatte eben... Ach, was mache ich denn? Ich hatte eben 147 Millionen, ne? Mal gucken, ob wir jetzt schon 148 haben. Ja, 148.553, also circa 1 Million haben wir jetzt gerade schon dabei bekommen. Smoker, um den Clan, Clan-Sieg-Bonus einzusammeln, musst du auf die Clan-Burg klicken und auf Sammeln. Dann auf Sammeln. Ich hab noch einen. Ja, warte. Wenn du einen besuchen willst. Ja, jetzt. Also, Ankürzel ist Rauten, ich sag das jetzt direkt hintereinander. Ja. Also muss nicht immer, ja. 9, Y, J, G, P, 2, R, R. Der Name ist Elias 1504. Okay. Der Vize-Anführer. Oh, schon haben wir mal ein bisschen weiter. Rathaus 9 und alle Mauern schon auf 9, so wie ich das sehe. Und sogar schon welche auf 10. Ja, in der Region kann ich mich natürlich nicht großartig zum Base äußern, weil ich nicht weiß, wie man da groß angegriffen wird, aber ich würde auf den ersten Blick sagen, sieht das ganz gut aus. Weiß nicht, vielleicht kann ja einer von euch sich mal zu äußern. Ihr seid ja schon ein bisschen weiter. Ja, ist zumindest, er war mit Rathaus 8 auf jeden Fall fertig. Also er ist nicht zu früh hochgegangen. Das stimmt. Das kann man schon mal sagen. Ja gut, vielleicht schon und hat es wieder aufgeholt, aber... Ja, aber ich meine... Ja, jetzt ist es okay. Das Einzige, was halt, er könnte noch seine Kasernen halt hoch... Zwei fehlen da noch. Sammler kann er noch machen. Ich glaube, das Armeelager, die sind alle maxed, ne? Ja. Wo ist das vierte? Ja, da unten auch. Mörser sind auch Max, Luftabwehr auch, Magiertürmer auch, Bogentürmer auch. Ich glaube, es fehlen ihm nur noch Sammler und Kaserne. Ja. Und wahrscheinlich noch, nee, und wahrscheinlich dunkel. Kann er ja bald auf Rathaus 10 gehen, ja. Na, dauert noch, was das ist. Die Tesla sieht man ja leider nicht. Okay. Und die Fallen sieht man auch nicht. Die Fallen dürft ihr auch nicht vergessen. Richtig. Können richtig, zum Beispiel vor allem richtig bei so einem Clan War über 0 Sterne oder halt 2-3 Sterne ausmachen. Wie man ja bei dem einen Clan War gezeigt hat, wo Pirat angegriffen worden ist mit Hox. Und eine einzige seiner Riesenbomben hat 30 Hox gekillt. Was? Ja, ja, es waren halt Hox Level 2 und er hatte halt Riesenbombe Level 4. Und das überleben Hox selbst mit dem Healspell nicht. Was ich bei dir immer sehe, Matthias, dass du immer einen Wutspell nimmst bei den Hox. Das ist aber eigentlich nicht so effektiv. Das hast du in den Kommentaren gelesen, weil ich den einfach eh dahingesetzt habe und habe dann alle Truppen in den reingesetzt. Das habe ich schon immer gesagt, dass es nicht sinnvoll ist. Und da bleibe ich auch bei. Ja, aber du hast es gesehen, dass die Leute das da geschrieben haben. Ich habe deine Kommentare nicht gelesen. Ich habe den Wutzauber aber nicht explizit, das haben die Leute dann wieder auch, das haben die in den Kommentaren auch falsch dargestellt. Ich habe den Wutzauber ja nicht explizit auf die Schweine geschmissen, sondern ich habe den Wutzauber da hingeschmissen und dann die Truppen da hingesetzt und da waren die Schweine dann bei. Ich habe deine Kommentare nicht gelesen. Ich hab nur vorher heute Morgen das Video geguckt und da ist mir aufgefallen, dass du da einen genommen hast. Normalerweise nimmt man dann mal Heilzauber bei Schweinen. Ja. Elektrofrosch, der Tesla ist eine Falle per se. Es ist immer noch ein Gebäude. Mhm. Und eine Pflaume bin ich schon mal gar nicht. Hat's jetzt erstmal 5 Minuten auf die Strafbank. Juhu! So. Ach, fickt euch doch mit euren Teslas immer, ey. Entschuldigung. Ist nicht so schlimm, solange du nicht mehr was angreifst. Welche Animes ich gucke. Ich habe gerade letztens Hunter x Hunter abgeschlossen, die 2012er Version. Natürlich One Piece, Naruto, Bleach lese ich als Manga und Fairy Tail bin ich auch noch dabei, endlich mal aufzuholen zur aktuellsten Folge. Und halt noch so ein paar kleine Dinger, die wahrscheinlich nicht jeder kennt. Ja, immer wenn man zu wenig Truppen hat, findet man gute Sachen, ey. Scheiße.
Aber auch nochmal 198.000 ist ja nicht verkehrt. Ja, was greifst du dann auch mit wenig Truppen an? Ja, wenn ich keine hab. Muss noch passieren. Ja, also, du hast, wie viel hast du? 2 Boosts drin? Beschwerst du dich nur, dass es zu lange dauert? Ich farme die ganze Zeit ohne einen einzigen Boost. Ja. Jetzt hat gerade Jägermeier geschrieben, der Name seines Clans ist Swiss Kiwi. Warte. Achso, ich dachte, er hätte den schon, weil er hat es schon mal geschrieben. Ach, der, er hätte den gerade eben. Nee, nee. Warte, Swiss Kiwi, klar. Ich bilde nochmal eben aus. Wieso ist hier Slow-Mo drin? Ja, weil sonst der Chat durcheinander geht, aber ich kann ja ausnahmsweise mal ein bisschen runtergehen. Wie viele Zuschauer haben wir überhaupt? 733. Ey, das ist Marvels neuer Rekord. Ja, ihr habt ja auch sonst immer ohne Ankündigung gemacht. So. Wurde noch nie besucht, ja. Bleibt's wohl dabei. Wen suchen wir jetzt? Swiss, was? Swiss Kiwi Clan. Such einfach mal nach Swiss Kiwi. Ja. Gary und Chief Harvey. Was? Sind da drin. Sind 2 Leute dran. Jägermeier heißt der. Swiss Kiwi Clan. Jägermeier. Hier gibt's Swiss Kiwi Clan CW und Swiss Kiwi Silver. Warte mal. Nur auf der Hori Victor. Das ist der Kriegsclan der Swiss Kiwis, aber warum zeigt er mir den anderen denn nicht an? Hauptclan. Also selbst im Swiss Kiwi sehe ich ihn nicht. Swiss Kiwis? Hat er sich, habt ihr euch gleich vertippt? Mach's mal mit Leerzeichen. Hab ich doch. Ne, er hat Swiss Kiwi. Swiss Clan zusammengeschrieben. Kiwi Clan. Warte. Ich sehe nur Matthias. Was du machst, weiß ich ja nicht. Ja, aber er hat's ja gerade auch nochmal reingeschrieben. Wie heißt der? Swiss Kiwi. Ich hab Clan. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, sag doch. Mit Leerzeichen. Ja. Auf jeden Fall hat er die Lager voll. Ziemlich. Ziemlich die Lager voll. Rathaus Level 8. Aber noch halb wie frisch, glaube ich. Weil Lüpe voll. Fehlt auf jeden Fall noch einiges an Mauern. Aber dafür hat er die Magiertürme schon. Auf Level 6. Was bei mir noch fehlt zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade einen ausgebaut, aber ansonsten. Bogentürme hat er schon auf 10. Kanonen auch schon alle fertig. Ja, das ist auch das, was ich noch so ein bisschen machen muss. Mal die Magiertürme. Die habe ich ein bisschen ignoriert in letzter Zeit, aber ich werde jetzt gleich. Oh, ich habe eben auch das Gold ausgegeben. Ich wollte das Gold eigentlich sparen. Na,